Hallo und guten Morgen. Ja, ich bin hier mal eingeschneit. Wir haben über 1,5 Meter Schnee da draußen. Es fühlt sich richtig schön und kuschelig an. Jetzt warte ich gerade, dass ich das hier teilen kann. Hallo, guten Morgen, dass ich das hier teilen kann in meiner Gruppe. Denn es gibt ganz schön viel zu erzählen. Ich war ja jetzt auch schon mal eine ganze Zeit nicht live. Aber das heißt nicht, dass sich nicht wahnsinnig viel getan hat. Wir haben ja den Online-Kongress gehabt im November, 3 Wochen lang zum Thema Heilung in der neuen Zeit. Und da haben wir jetzt ein wunderbares Package draus gemacht, über das ich erzählen möchte. Ja, dann habe ich mit meiner wunderbaren Assistentin Tine Pöppe zusammen, weil sie so großartige Ergebnisse bekommen hat, selber ein neues kleines Mini-Programm gelauncht zum Thema Liebe manifestieren, Partnerschaft, ja, Seelenpartnerschaft oder aus deiner Partnerschaft, die du hast, oder aus deinem Partner oder Partnerin, die du hast, das zu machen, was du dir wirklich wünschst. Genau, und das wollte ich euch vorstellen. Jetzt warte ich noch, bis noch ein paar Leute hier vorbeischauen. Genau. Ja, und das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Thema, bei dem jeder, wenn er sich das kreiert, wenn er sich die Liebe seines Lebens kreiert, hallo zusammen, schön seid ihr da am Sonntag, weil Kreation, Schöpfung, wir als göttliche Schöpfer, es ist völlig unerheblich, auf was wir unsere Schöpferkraft fokussieren. Es funktioniert immer gleich. Wir haben nur zu den ein oder anderen Themen blockierende Überzeugungen, Denksätze, Zusammenfassungen, Interpretationen, die es uns so wahnsinnig schwer machen, ja, in die Umsetzung zu gehen. Und das erstmal zu bereinigen und rauszufinden, dass du die Power hast, dein ganzes Leben mit all seinen Bereichen, mit all seinen Menschen, die dir begegnen, so zu gestalten, so zu kreieren, wie du es willst. Und wir sind so eingeschränkt diesbezüglich. Wir sind wirklich der Überzeugung, dass wir dem Außen Rechnung schuldig sind, dass wir auf das Außen reagieren müssen, dass wir auf die Dinge, die sich uns zeigen, reagieren müssen, um sie zu verändern. Und eins der falschesten Dinge, die wir tun, wenn wir etwas erreichen wollen, ist zu glauben, dass wir auf das, was jetzt ist, was sich jetzt zeigt, irgendwie reagieren müssen. Wir sind so gepolt, dass wenn wir einem Problem begegnen oder wenn wir etwas sehen, was uns nicht gefällt, dass wir uns vorstellen, wir müssen das, was jetzt gerade ist, verändern oder ablehnen oder bekämpfen. Die Zauberei entsteht aber dann, wenn du weißt für dich ganz selber, dass das, was du im Außen an Situation siehst, nur dazu dient, dich wach zu machen und dir zu zeigen, dass du dir überlegen darfst, was du denn stattdessen gerne hättest. Viele Leute kommen nicht mal dahin, was sie stattdessen gerne hätten, was sie statt dem, was sie nicht wollen, was sie dann stattdessen gerne hätten. Klar. Viele Leute sagen, gut, ich habe wenig Geld und stattdessen hätte ich viel Geld. Okay, das ist ein guter, klarer Wunsch. Ich habe eine Beziehung, da ist zu wenig Liebe, zu wenig Interesse, zu wenig Unterstützung. Stattdessen
hätte ich sehr gerne eine Beziehung, in der ich mich getragen, geliebt, aufgehoben, unterstützt, anerkannt und gesehen werde. Das ist der allererste Schritt, dir diese Klarheit zu verschaffen, was du denn gerne möchtest. Aber bei vielen ist dann hier eben schon, hallo Peter, bei vielen ist denn da schon hier der Filter drauf, ja, aber das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie erlebt, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht von meinen Eltern, das kenne ich nicht von meinem Umfeld, das kenne ich nicht von meiner Bekanntschaft. Und diese Filter haben wir alle. Diese Filter, dass wir uns nicht vorstellen können, wie es denn dazu kommen soll, dass sich die Situation, die sich jetzt so darstellt, dass wir sie nicht möchten, dass sie nicht angenehm ist, dass sie uns nicht gefällt, sich doch verändern könnte in eine Situation, die genau so ist, wie man sie möchte. Und warum man sich das eben nicht vorstellen kann, ist, weil man sich da noch nie hingetraut hat, weil man das noch nie probiert hat, weil man den Fuß noch nie dort reingesetzt hat in diese Gefühls- und Vorstellungswelt, wie es denn wäre, wenn man jemand ist, der seinen Wunsch lebt oder der seinen Traum lebt, der seine Traumsituation hat, der seine Traumbeziehung hat, der sein Traumbusiness hat. Wenn du dir das nicht vorstellen und dich reinfühlen kannst, zumindest nur ein ganz kleines bisschen, dann wird es nie so sein, dass du eine bist oder einer bist, der so lebt. Deswegen sind zum Beispiel auch ganz, ganz viele Leute, die irgendwie erben oder im Lotto gewinnen, nicht lange vermögend. Viele von diesen Menschen, die verlieren ihr Vermögen, ihr Geld ganz, ganz schnell wieder, weil sie sich immer noch als die alte Person oder Persönlichkeit sehen, die eben immer zu wenig Geld hat. Und wenn du jemand bist, der immer zu wenig Geld hat, dann bist du jemand, der zu wenig Geld hat. Und das ist unabhängig von deinem Kontostand. Du wirst dich immer als jemand fühlen, der zu wenig Geld hat. Und genauso ist es eben bei der Liebe. Wenn du jemand bist, der nicht getragen und geliebt wird, wenn du jemand bist, dem das Leben immer ein Bein stellt, wenn du aus deiner Sicht jemand bist, der immer Pech hat, Pech in der Liebe oder sonst im Leben, dann wird das Universum, dann wird die göttliche Kraft, die dich auch sowieso von Anfang an geschaffen hat, dir einfach das präsentieren, was du glaubst, was du von dir selber glaubst, wer du bist, was du glaubst, was möglich ist in deinem Leben. Das wird sich immer wieder beweisen, weil du wirst eins immer haben, und zwar Recht. Du hast immer Recht. Auch wenn du nicht Recht bekommst von deinem Gegenüber, mit dem du diskutierst, das Leben wird dir zeigen, dass du Recht hast. Das geht nicht. Das kann ich nicht. Das macht der nie. Sie ist nicht offen dafür, meine Partnerin. Mein Partner möchte das nicht. Bla, bla, bla. Du hast immer recht. Es wird sich immer so zeigen in deinem Leben für dich, wie du es dir vorstellst. Aber wenn du dir vorstellst, wer du wirklich bist, wenn du da reintrittst mit ganz, ganz großen Schritten in deine wahre Kraft, die in deiner Vorstellung wohnt, was du dir vorstellen kannst und vor allem, was du dir vorstellen kannst, obwohl du gerade etwas anderes siehst. Ja, sehr gerne, Peter, danke schön. Was kannst du dir vorstellen, ist alles möglich, obwohl du gerade etwas anderes siehst. Da liegt deine Macht und da liegt deine Power. Als wer oder was gehst du durchs Leben? Als Schöpfer oder als jemand, der auf das reagiert, was er in der Vergangenheit kreiert hat? Du kannst alles neu machen, aber die große Voraussetzung ist, dass du dir die Erlaubnis gibst, alles neu und anders zu machen. Auch wenn
da vielleicht dein Umfeld kurze Zeit ein bisschen befremdet ist. Du hast doch immer so gerne Spaghetti gegessen. Jetzt isst du keine Spaghetti mehr. Ja, wenn du dein Essen umstellst, schon allein wenn du dein Essen umstellst, wenn du irgendeine Gewohnheit umstellst in deinem Leben, kriegst du immer Feedback von außen. Leute kommentieren immer, was du tust. Und wie du das interpretierst, diese Kommentare, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Auch wenn es scheinbar so aussieht, als ob die Leute befremdet sind durch dein neues Verhalten, durch deine neue Denkweisen, weil die brauchst du unweigerlich, darfst du dich davon nicht abbringen lassen und wieder in alte Fahrwasser zurückgehen, bloß weil es für andere bekannt ist. Das ist eins der größten Stolpersteine, dass wenn wir einen Anlauf nehmen, jetzt kommt ja dann bald Silvester und wir wollen irgendetwas verändern und wir machen uns diese schönen Vorsätze und es geht irgendwie bis Mitte Januar und dann können wir es nicht mehr durchhalten, weil wir nur jemanden, weil wir die alte Persönlichkeit mit dem alten Denken, mit den alten Vorstellungen, mit den alten Überzeugungen sind, die sich jetzt neue Vorsätze gegeben hat. Und so funktioniert es eben nicht nachhaltig. Nachhaltig funktioniert es eben nur dann, wenn du eine neue Persönlichkeit bist, wenn du eine neue Person bist, die neue Überzeugungen hat, die neue Vorstellungen hat, die eine neue Einstellung zu sich hat, eine neue Einstellung zum Leben hat. Einfach eine neue Person, die weiß, wo ihre wahre Power ist, wo ihre wahre Kraft ist und wie sie die dazu nutzen und einsetzen kann, um das Leben anzuziehen, das sie so, so, so sehr gerne möchte. Und du kannst nicht die alte Person sein und ein neues Leben leben. Eine Person, die ein Leben lebt, wie du es dir in deinen Träumen und Wünschen vorstellst. Hallo Susi! Die ist nicht so wie die Person, die die Wünsche und Träume noch nicht gelebt hat. Eine Person, die vom Leben getragen und beschenkt wird. Wie fühlt sie sich? Wie denkt sie? Wie handelt sie? Wie geht sie durchs Leben? Mit welcher Energie tritt diese Person auf und zieht damit immer mehr noch an? Du kannst dich quasi als Batterie, als Energiegenerator, als Batterie sehen und du kannst entscheiden, welche Qualität die Energie hat, die aus dir herausgeht und dementsprechend die Dinge anzieht. Das kannst du entscheiden. Und die Energie, die du generierst, die entsteht eben aus deinen Vorstellungen, aus deinen Überzeugungen, aus deinen Sichtweisen, aus deinen Interpretationen. Und die Krux liegt einfach darin, dass du dir erlaubst, in jeder Situation das zu interpretieren und zu sehen, was dir dienlich ist. Und das ist sowas von gegenteilig von dem, was wir automatisch tun, was der Automatismus ist. Und aus diesem Automatismus rauszukommen, das ist eigentlich die Krux, die es hier zu meistern gibt. Und diese Meisterschaft, wie bei allen Meisterschaften, die erreicht man leider nicht von einem Tag auf den anderen, weil es halt ein Prozess ist, bei dem man sich von ganz vielen alten, liebgewonnenen Gewohnheiten trennen darf. Weil diese liebgewonnenen Gewohnheiten und Reaktionen, die haben ja das alte, liebgewonnene, aber doch nicht so wirklich gewünschte erschaffen. Und da rauszugehen, das ist eins der größten Herausforderungen, der tollsten Abenteuer, der interessantesten Dinge, in diese Schöpferkraft für sich selber einzutreten und sich mehr und mehr als das Wesen zu sehen, als dass wir hier wirklich auf die Welt gekommen sind, als das Wesen uns selbst zu sehen, das so frei ist, dass es sich Beschränkungen auferlegen kann. So frei sind wir.
diese ganzen Beschränkungen, die wir im Außen jetzt erleben zum Beispiel, die haben wir uns alle selber kreiert, aus unserer freien Entscheidung heraus. Auch wenn sich das in diesem Moment vielleicht für dich als ziemlich blödsinnigen Satz anhört. Aber unsere Überzeugungen, wie das Leben zu sein hat und wie das Leben sein kann, und diese beschränkten Überzeugungen, die aus einem beschränkten menschlichen Verstand herausgekommen sind, aus einer beschränkten Vorstellung, die überhaupt nichts mit der Unendlichkeit der Möglichkeiten zu tun hat, die uns auch die Quantenphysik ja jetzt offenbart hat. Und da einzutreten und mit diesen Möglichkeiten, die uns da sind, endlich eine Welt und zuerst ein Leben für uns zu erschaffen, das in allerhöchster Liebe und Schönheit und Unabhängigkeit aus dem Vollen schöpft. Weil wir sind hier im Vollen. Wir leben im Vollen. Und wir sehen es einfach nicht. Und erst wenn wir sehen, dass wir im Vollen leben, wenn wir diese Fülle sehen, dann werden wir diese Fülle in allen unseren Lebensbereichen sehen können. Und diesen Weg einzuschreiten, möchte ich euch wirklich, wirklich ans Herz legen. Nimm irgendeinen Bereich deines Lebens, den du verändern möchtest. Lerne, diesen Bereich zu verändern. Verinnerliche diese Vorgehensweise, diese Tools, diese Denkweise, diese Sichtweise und diese Fühlweise und wende sie einfach auf alle Bereiche deines Lebens an. Und wenn du das mal gelernt hast und oft genug wiederholt hast, dann wirst du sehen, wie du das Leben für dich gestalten kannst, wie ein Wachs oder wie ein Stück Ton, das du formen kannst zu dem, das du es haben willst. Und ich habe einen wunderbaren, einzigartigen 6-Schritte-Prozess herausgefunden, der jetzt sich mehr und mehr erprobt, wo alles zusammengefasst ist, um was es eigentlich geht, was dir hilft, in die richtige Weise zu denken und in der richtigen Weise deine Welt zu sehen und zu interpretieren. Ja? Ihr kennt ja das. Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Du hast immer die Wahl der Interpretation. So kannst du auch jede Situation so interpretieren, dass sie das verstärkt, was du haben möchtest. Oder du kannst die Situation so interpretieren, dass sie das verstärkt, was du nicht haben möchtest. Es liegt einzig und allein an dir. Es liegt einzig und allein daran, was du dir erlaubst zu sehen, was du dir erlaubst vorstellen zu können. Ja, ich wollte jetzt mal ein paar Sachen vorstellen. Also zum Ersten haben wir heute Abend eine Möglichkeit, eine wunderbare Dame in unseren Adventsvorträgen kennenzulernen, die Maria Groß. Sie wird aus ihrer eigenen Erfahrung, aus ihrer eigenen Perspektive erzählen, wie sie festgestellt hat, dass sie tatsächlich das Geschenk für diese Welt ist. Wie sie mit über 60 Jahren jetzt erkannt hat, wo ihre ganze Power liegt und die auch wunderbar einsetzt und für sich und für ihre Liebsten Wünsche und Träume kreiert. Sie erzählt genau von ihrem Weg. Das möchte ich euch ans Herz legen heute Abend um 18 Uhr. Dann haben wir aus dem Online-Kongress Heilung in der neuen Zeit ganz wunderbare Vorträge und Workshops zusammengestellt. Und zwar sind es, jetzt schaue ich mal hier ganz kurz, sind es 16 Speaker, die wir ausgesucht haben, die Vorträge gemacht haben und 12 davon haben Vorträge und Workshops gemacht. Und das kannst du kaufen ab 18 Euro bis Weihnachten. 16 Vorträge und 12 Workshops. Nur allein die Vorträge kosten 19 Euro. Und wenn du alles kaufen willst zusammen, kostet das
49 Euro statt 89 Euro. Und du hast alles, was du dir vorstellen kannst. Ich sage hier nochmal ganz kurz, ihr könnt es anschauen auf meiner Homepage mywellfeeling.com unter Online-Kongress. Da seht ihr, was für Vorträge und was für Workshops in diesem Package drin sind. Und zwar gibt es einmal die Rückverbindung mit Hilfe der Pferde. Das ist ein wunderbarer Vortrag und ein wunderbarer Workshop von der Svenja Bergmann. Die Kraft der Stimme ist auch nicht zu verachten. Es ist so viel Power da drin, wie wir sprechen und was wir sprechen. In der Bibel stand ja, und zuerst war das Wort. Es ist so, so interessant, was die Jula Birke dort erzählt, wie das Bewusstsein im Außen spürbar wird durch deine Stimme. Und sie macht in ihrem Workshop konkrete Übungen. Du übst mit ihr, wie du deine Stimme einsetzen kannst, um zu kreieren und zu manifestieren. Dann das neue 5D-Bewusstsein mit der Manuela Emrich. Hier gibt es auch einen wundervollen Vortrag dort in diesem ganzen Package. Und auch in ihrem Workshop geht sie direkt in das Heilen der Gefühle rein. Weil oft sind wir nicht bereit, unsere alten Schmerzen, unsere alten Verletzungen loszulassen und tragen sie immer in die Zukunft. Dass hier Heilung geschehen darf, ist ganz ein wichtiger Punkt. Dann gibt es einen Vortrag und einen Workshop zum Thema Divine Healing von mir. Denn für mich ist das große, weite Bewusstsein, das Feld der unendlichen Möglichkeiten, genau das göttliche Feld der größten Liebe und der größten Perfektion, aus dem wir alle entstanden sind. Und je mehr und mehr wir uns das bewusst machen und uns erlauben, göttlich zu denken, zu fühlen und zu handeln mit den Augen eines göttlichen Wesens, desto mehr können wir in unser Herz und unsere höchste Liebesenergie und können im Prinzip fast wie automatisch die Vergangenheit, die vergangenen Schmerzen, die Erinnerungen daran loslassen. Dann gibt es noch von der Delphine Morels die 7 universellen Gesetze des Lebens. Sie geht nochmal wirklich da auf diese hermetischen Gesetze ein und spricht auch darüber, wie deren Wirkung ist und wie man sie einsetzen kann. Dann ist in dem Kongress-Package noch die Energiemedizin als Medizin der neuen Zeit mit der wunderbaren Friederike Meyer. Also wenn es nur allein um diesen Vortrag von ihr und diesen Workshop von ihr ginge, das ist der Hammer, was die Friederike an Energie schon mitbringt, wo du gleich spürst, wow, was ist denn da alles möglich? Also nur allein, um diesen Vortrag zu kaufen, 19 Euro zu investieren oder 49 Euro, wenn der Workshop auch dabei sein darf. Mach es dir möglich, verschenk es zu Weihnachten, es ist einfach so ein Geschenk. Dann haben wir noch die Augen. Ja, wir haben alle tragen irgendwie Brillen, alle sind wir irgendwie sehbeschränkt. Die Franziska Mettler spricht darüber, wie man mit 3 Schritten besser sehen kann und sie selber hat sich geheilt. Sie braucht keine Brille mehr. Hallo Angelika. Und auch in ihrem Workshop macht sie 1,5 Stunden lang Übungen, die du für dich in dein Leben integrieren kannst und dir auch deine Brille wegmanifestieren kannst. Dann, die Julia Gößler spricht über Aurachirurgie. Auch super, super empfehlenswerter Vortrag, super empfehlenswerter Workshop. Sie macht Übungen, wie man Wunder beim Universum shoppen kann. Also so wunderbar. Dann Endlich Lieben mit der Michaela Graham. Sie ist ein wunderbares Medium. Auch sehr, sehr zu empfehlen, ihr Vortrag und ihr Workshop. Dann für die Leute, die sich für Human Design interessieren, Semira Ventura spricht über schmerzfrei Leben mit Mentaltraining. Wenn du chronische Schmerzen hast, ist das vielleicht auch der richtige Vortrag und der richtige Workshop für dich. Dann, was der Geldbeutel mit deiner Gesundheit zu tun hat, mit Katharina Moy und Alexander Rech. Weil alles doch das Gleiche ist, ob du die Gesundheit kreierst oder einen vollen Geldbeutel. Es geht alles nach denselben Regeln. Unbedingt empfehlenswert auch der Vortrag vom Joshua Stramm, erfüllte Sexualität. Ihr könnt euch nicht vorstellen,
wie viel Energie in unseren sexuellen Vorstellungen, Beschränkungen, Ängsten gebunden ist. Das ist unser Wurzelschakra, ganz tief unten, was wir uns da alles nicht erlauben, was da alles nicht sein darf und worin dort alles Energie gebunden ist. Das könnt ihr euch erst vorstellen, wenn ihr in dem Vortrag und in dem Workshop vom Alexander, meine Güte, vom George Herr Stramm wart. Also für mich war es wirklich lebensverändernd, diese Perspektive auf die Sexualität zu bekommen. Akasha-Chronik, ein Vortrag von der Chiara Di Giusto, das Weltengedächtnis, ist auch eine sehr, sehr interessante Perspektive darüber, wie wir eben diese alten Vorstellungen und Bedingungen über Generationen und Generationen hinweg weitergeben. Die innere Freiheit erreichen von Sascha Lenhardt ist auch ein sehr interessanter Vortrag. Dann Diola Skibitska spricht über den Weg in die neue Wirklichkeit. Auch hier geht es wirklich um neue Perspektiven, neue Ansichten, neue Möglichkeiten, weil das Alte kennen wir ja. Lasst euch inspirieren. Und nicht zuletzt, das allumfassende Glück hat keinen Namen von Vincenzo Califano. Er hat diese wirklich non-duale Ansicht, sowas von verinnerlicht. Und auch seine Homepage ohne ein zweites gibt genau diese Perspektive an, dass es gibt nichts außer dir. Es gibt nichts außer dir. Es gibt kein zweites, alles ist von dir selbst gemacht. Ja, vielleicht konnte ich euch da noch ein bisschen inspirieren, wirklich hier mal reinzuschauen in diesen Kongress. Die Aufzeichnungen jetzt live konnten die dabei sein, die im November gebucht hatten, aber wir wollen natürlich niemanden vorenthalten, diese wunderbaren Vorträge und Workshops noch anzuschauen. Wirklich. 19 € und 49 € für so eine geballte Ladung Heilung und Transformation ist wirklich ein Weihnachtsgeschenk. Genau, und dann habe ich eben noch ein weiteres Weihnachtsgeschenk von euch, das ich heute launche. Und da geht es eben wirklich darum, es ist möglich, dir eine spezielle Person ins Leben zu holen, wieder zurückzuholen. Es ist möglich, deine Partnerschaft, deinen Partner aus deinen Augen für dich so in eine neue gemeinsame Realität zu manifestieren, dass du tatsächlich die Partnerschaft hast, die du dir immer geträumt hast. Egal, ob du jetzt schon in einer Partnerschaft bist, ob du deine alte Partnerschaft wieder erneuern willst, ob du getrennt bist von dem Partner, mit dem du sehr, sehr gerne in die Zukunft gehen möchtest. Es ist völlig egal, in welcher Situation du dich befindest. Schau nach auf meiner Homepage. Hier findest du unter Coaching und Mentoring dieses unglaubliche Angebot, dass du dir buchen kannst. Es sind 3 Sitzungen für 99 € in der Gruppe, genau zu diesem Thema. Möchtest du deinen Partner zurück oder eine besondere Person für dich gewinnen, heißt dieses Angebot, kannst du wirklich schauen bei mir auf der Homepage. Und es gibt 3 Termine am 14.12., am 21.12. und am 28.12. Das ist jeweils Montag. Am ersten Termin musst du zwingend dabei sein, der kostet 99 €. Da geht es wirklich um dieses einzigartige 6-Schritte-Konzept, das ich dir vorstellen werde. Aber nur ein Konzept alleine nützt ja nichts. Am zweiten Termin geht es wirklich darum, dass du in diese richtige Selbstliebe und diese richtige Selbstanerkennung und die richtige Selbstwertschätzung kommst, und zwar in die bedingungslose, weil diese Energie brauchst du als Booster für all deine Kreationen. Und dann am 28.12. dranbleiben, verfeinern, das Außen verlassen. Dass du nicht immer wieder in dieses Außen gehst und dich im Außen reflektierst, sondern dass du lernst, wie du dich im Innen reflektierst. Also du hast die Möglichkeit, nur einen Termin zu buchen für 99 €. Du hast die Möglichkeit, 2 oder 3 Termine zu buchen für 99 € auf meiner Homepage.
Und hier geht es in erster Linie einfach mal um die Liebe, um unsere Liebesbeziehungen. Weil wenn wir Liebe und Liebesbeziehungen lernen zu kreieren, zu leben, weiter in die Welt zu tragen, einerseits zu einem Partner und andererseits zu allen Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, dann wissen wir, wo unsere Kraft liegt. Und diese Kraft auf Geld einzusetzen, für Reisen, für Häuser, für was auch immer. Es geht hier nicht um Statussymbole, sondern es geht um dich. Es geht darum, dass du erfüllt bist. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist. Es geht darum, dass du dir lernst zu erlauben, in bedingungsloser Liebe zu leben und nicht deine Liebe, das, was dein Herz geben möchte, davon abhängig machst, was mal war oder was du dir vorstellen kannst, was man sein wird, sondern dass du lernst, in dieses bedingungslose Gefühl der Liebe und der Begeisterung reinzugehen und hier die Kraft findest. Für ein schönes, schönes Leben. Erlaub dir das, erlaub dir rauszugehen. Warte nicht auf wenn, aber dann. Wenn das so ist, dann kann ich das machen. Geh anders dran. Sag, jetzt will ich's haben, jetzt will ich's ändern. Und jetzt ist der Moment, in dem ich anfange, anders zu denken und zu fühlen und zu sein. Und in dem ich anfange, eine andere Person zu sein, und zwar die, die ich richtig klasse finde. Und nicht die, die irgendjemand mal in mir gesehen hat, in meiner Vergangenheit, in meiner Jugend, in meiner Kindheit, weil ich immer die und die war, die rebellisch war, weil ich immer die und die war, die sich wehgetan hat, weil ich immer die und die oder der war, der mit Geld nicht umgehen konnte. Bla, bla, bla. Du musst der oder die nicht sein, wenn du es nicht möchtest. Du entscheidest, wer du bist. Und wenn du entscheiden möchtest, dass du jemand bist, der in einer grandiosen, göttlichen, himmlischen Partnerschaft lebt, dann komm in dieses Training. Es ist so eine absolut geniale Möglichkeit, einen Fuß in diese Arbeit zu setzen. Es ist ein Fuß, den du in diese Arbeit setzt. Es ist ein Schnupperkurs sozusagen zu einem Schnupperpreis. Du wirst anfangen, deiner Traumbeziehung immer näher und näher zu kommen. Aber hier geht es wirklich darum, erstmal zu lernen, wie geht es denn überhaupt? Zweitens mal das Gelernte tatsächlich anzuwenden. Und drittens mal das Gelernte, was du anwendest, in allen möglichen Variationen, Lebenslagen und Situationen, situativ anzupassen und gestalterisch anzuwenden. Immer. Immer. Du kannst nicht nur einmal etwas anders tun und meinen, es bleibt für immer anders. Wenn du es für immer anders haben willst, dann musst du es immer anders tun. Und das ist schwer, weil wir sind gepolt. Wir sind programmiert sozusagen. Wir werden eingestellt auf eine Lebensphilosophie. Wir werden eingestellt auf Überzeugungen. Uns wird beigebracht, was geht und was nicht geht. Uns wird beigebracht, was möglich ist und was nicht möglich ist. Aber das ist nicht die Wahrheit, was du beigebracht bekommen hast. Weil du bist ein unendliches Potenzial. Du machst alles möglich, wenn du es dir erlaubst. Du heilst jede Situation, du heilst jede Manifestation. Und ich gehe auch so weit, dass ich dir sage, du heilst Körper. Du heilst deinen Körper. Du kannst alles heilen. So wie Jesus geheilt hat. Wir sind nicht anders. Wir haben es nur nicht gelernt, so zu sein. Und wenn dieses Herz so bedingungslos offen sein kann, dann wird auch mit dieser Kraft und mit dieser Power nichts Böses passieren, sondern da wird nur noch Schönes und Liebendes und Begeisterndes aus dir heraus kreiert werden, weil du kein Frustbolzen mehr bist, weil du keine Traurigkeit mehr bist, weil du kein Opfer mehr bist. Wirst du dir keine Opferzustände mehr kreieren, sondern du wirst dir das kreieren, was du für dich aus deinem Herzen spürst, was deine Wahrheit ist. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht einen unglaublichen Drang danach hat, zu lieben, einfach nur Liebe zu geben, Liebe auszustrahlen, Liebe zu sehen, Liebe zu erfahren, Liebe zu spüren, Liebe spüren zu lassen. Erlaube dir, dieser Mensch zu sein.
Erlaube dir, diesen Beitrag zu leisten und erlaube dir, in dein höchstes göttliches Wesen einzutreten und aus diesem heraus die Welt zu sehen und die Welt zu gestalten. Und ich bin ganz gerne diejenige, die anfängt, darüber zu reden, die kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, die keinen mehr klein macht, die keinen mehr sagt, du kannst das nicht, die keinen mehr sagt, das ist nicht möglich, das wirst du von mir nicht hören, weil ich weiß, dass alles möglich ist und ich weiß, dass wir alle gleich sind und ich weiß, dass für alle alles möglich ist, wenn wir uns entscheiden, dass wir uns auf diesen neuen, unbekannten Weg machen, den wir bis jetzt noch nie gegangen sind. Aber das, was du möchtest und was du wünschst und was scheinbar so weit weg ist, ist nur scheinbar so weit weg, weil du es dir noch nicht erlaubt hast, dorthin zu fühlen, wo du eigentlich sein willst, wegen all den Bedingungen, warum es für dich scheinbar nicht möglich ist. Und diese Bedingungen sind alle nicht wahr. Das sind Lügen und abermals Lügen, die dir erzählt worden sind und die du jetzt berichtigen darfst. Und jetzt darfst du in diese Wahrheit eintreten und darfst dorthin gehen, wo du hingehörst, und zwar ein Schöpfer, ein Kreator, ein Erschaffer aus deinem Herzen heraus zu sein. In diesem Sinne habe ich, glaube ich, über alles Wichtige Neue jetzt mal gesprochen. Ich hoffe, es ist etwas für dich dabei. Du kannst mir schreiben, du kannst auf meine Homepage schauen, mywellfeeling.com, da findest du alle Informationen. Kannst einen Kommentar hinterlassen. Du kannst auf jeden Fall einfach eins tun, und zwar die Entscheidung treffen, dass jetzt für dich alles so sein darf, wie du dir es in deinen kühnsten Wünschen und Träumen vorstellst, egal was vorher war. Jetzt darfst du alles neu machen, jetzt darfst du neu starten und das darfst du jeden Moment für dich wieder neu entscheiden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Ich werde wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel machen, weil ich bin definitiv komplett eingeschneit und genieße aber diese Ruhe und dieses saubere, reinigende Gefühl des Schnees. Und diese Energie will ich dir mitschicken, falls du irgendwo sitzt, wo das eben nicht so ist. Und wünsche ganz, ganz, ganz viel Begeisterung, weil das ist die Number 1 Energie, die uns vorwärts zieht. Bis dann. Tschüssi.